Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbus. Zum zweiten Mal heute, weil beim ersten Mal ist irgendwie gerade komplett mein Spiel abgestürzt. Warum, weiß ich noch nicht so genau. In der letzten Folge haben wir ja mit dem Taxifahrer am Ende gesprochen und der hat uns ja gesagt, wir sollen ja die neue Frau von seinem Cousin war es, glaube ich, quasi um die Ecke bringen. Jetzt ist die Frage, was wir jetzt machen können. Also ich denke immer noch, dass wir eventuell was mit dem Voodoo-Typen machen können. Ich weiß nicht, ob wir da so mit reden können. Ja. Voodoo-Gentleman, du musst mir helfen, jemandem zu helfen. Das sieht gut aus. Voodoo Gentleman, I need you to help me help someone out. Oh no. Whose life is the Necronomicon ruined now? No, nothing like that. There's this cabbie outside and his cousin's body is apparently being possessed by his wife, Asenath. It's like he swaps bodies with his wife against his will. Wife swapping? That's crazy. Yeah. Anyway, help me help his cousin get rid of this Asenath character. Well, since I can't help change your cat back, I might as well give you a hand with this possessing business. Actual voodoo freaking magic? My special brand of it, yes. We will need to craft a personalized voodoo spell. You're getting a platinum package deal here, buddy. I fear a fetch quest is in order. You'll need a doll, well, that goes without saying. Then you'll need something that cuts, chops, or severs. And finally someone, how can I put this? Attractive. We're not talking chopping attractive people's limbs off here, right? Oh no, I have one motto. Do no physical harm. And one more thing. You need to look up the order we will use them in. Okay. Aber was mir gerade aufgefallen ist, als Sie gesprochen haben, das muss ich jetzt mal eben ansprechen. Wie geht es euch, wenn ihr Point-and-Click-Spiele seht? Habt ihr irgendwie, weil das ist bei mir so ein Gefühl, ich weiß nicht warum, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass entweder die Hauptperson oder so eine charismatische Person, sage ich jetzt mal, die irgendwo eingebaut ist, so wie er jetzt hier beispielsweise, dass die irgendwas mit den Leuten zu tun haben, die das Spiel entwickeln? Ich weiß nicht, das ist so aus dem Gefühl heraus. Ich habe das schon mal öfter bei Point-and-Click-Spielen. Wenn ihr sowas auch schon mal hattet, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare oder natürlich auch, wenn ihr das noch gar nicht gehabt habt. Ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, das ist so eine Gefühlssache. Die Gegenstände, ja gut, er hat gesagt, was zum Schneiden, eine Schere habe ich, eine Puppe müsste ich mir besorgen. Vielleicht, ich hatte ja schon überlegt, irgendwas mit Voodoo zu machen, deswegen vielleicht kriegen wir ja das Ding von oben runter, diesen Fisch oder was das war, und können den gegen die Puppe tauschen. Aber jemand Attraktiven, ja, können wir ihn dafür nehmen oder die Katze? was meinst du damit kein körperlicher Schaden? What do you mean, no physical harm? I only deal in figurative voodoo. Sounds like some new age hippie loda. Oh, you'll be a believer by the time we're done. Hört sich eher nach einem Betrüger an, ne? Kannst du die Sachen nicht selbst besorgen? Gute Frage. Can't you get the items yourself? No, it is very important that I sit here and do nothing. It's in the terms of service. Wanna read them? No, thanks. I think I'll just agree. Yeah, I thought so. Du hast ein paar Puppen hier. Ja, ziemlich viele draußen, ne? You have some dolls around. Can we use one of them? That's my private collection, Buzz. No touchy. But I don't know where to get a doll at this hour. Oh, it's easier than you think. Like taking candy from a baby. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Anspielung sein sollte, aber ein Baby ist die Kleine definitiv nicht mehr. Ich scheine niemanden attraktiv zu finden. Ja, oder umgekehrt, ne? Can't seem to find someone attractive. Not even me? Sorry, couldn't help it. I can tell you this. It can be just a visual representation of someone. Ach, kann man ein Bild nehmen? Wir hätten das Bild von Kitty. Wobei, die halt jetzt keine Person ist. Ich meine, ich habe noch andere Bilder gesehen, oder? Ich habe diese Schere gefunden. Ja, da wird er jetzt wahrscheinlich sagen, dass es Found gut these ist. Scissors. Good eye. So, und dann ich habe dieses Buch mit dem Titel eine sehr praktische Abhandlung über die Reihenfolge in der magische Voodoo-Zutaten.
Es wird nicht ganz ausgeschrieben jetzt hier, aber das... Found this book called A Very Convenient Treatise on the Order Voodoo Magic Ingredients Should Be Used In. Think it might help? It might. Have you read it yet? Not yet. I'll get back to you. Gotta okay. run. I'll be here, Buzz. Okay, okay. Dann lesen wir das doch mal. Let's see. Okay, according to this treatise, I think the order we should use the items is someone attractive, doll, thing that cuts. Okay. Aber vielleicht ist der Taxifahrer ja auch attraktiv, man weiß es nicht. Die Statue vielleicht? That's Jeremiah Orne, Old Man Orne's ancestor. He's practically the father of the Miskatonic Library. Ach! Just to be clear, I'm not picking this up for personal use. Wobei, attraktiv finde ich den jetzt nicht gerade. Der, ja, man sieht ihn jetzt auch nochmal. Der sah sehr aufgepumpt aus von den Muskeln her. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir sie jetzt dazu überredet, den Fisch anstatt der Puppe zu nehmen und nicht beide? Ah. Nice doll you have there, Priscilla. This stupid old thing? It doesn't even look like Mommy and Daddy anymore. I don't even want to know what that's supposed to mean. So, what can I do to get that doll of yours? What the heck do you need a doll for at this hour, you creep? Never you mind, Priscilla. I don't want anything but my fishy back! Okay, theoretischerweise müsste er jetzt doch die Katze überreden können, oder? Hey, Kitty, how about you climb up and get that fishy for me? Really, Buzz? What's in it for us? Another doll, in exchange for it. Your preoccupations are a constant source of wonderment and worry, but okay, we're quid pro quoing. Was heißt hier eigentlich noch eine Puppe? Ist auch noch ein Quietschifisch. Ach du Scheiße, wie der aussieht. Alright, Miss Know-It-All. I think we need to have a talk about you helping out whenever I consider it necessary. Geez, fine. You were right this time, okay? Sheesh. So from now on, you'll help out when I tell you to? Ask me to. And that's a maybe. Let's say I'll be more inclined to. I'll take it. Okay. Muss ich das so machen? Alright, Priscilla. Here's your fishy. Let me have the doll. Deal, creep. This town, man. This freaking town. Okay, perfekt. Da wir jetzt... Stimmt, da wir jetzt auch noch den Typen hatten hier auf dem Bild. Also kein Bild von der Katze. Na gut. Aber ich habe schon in die richtige Richtung zumindest gedacht. Okay, dann... Ich habe die Puppe gefunden. Found a doll. You mean mercilessly ripped from the hands of an innocent child, don't you? All right, what do you want to call it? Asenath hieß die, ne? Asenath. Asenath it is. Moment, ich gehe noch mal kurz. I'll be here, Buzz. Also erstens kann natürlich sein, dass wir das jetzt in der richtigen Reihenfolge anklicken müssen. Also direkt in dem Moment, wenn wir mit dem reden. Und zweitens, ich rede am besten noch mal kurz mit dem Taxifahrer. Ich meine aber, sie hieß Asenath. Ja, hier, erzähl mir noch mal von Ed und... Ja, ja, okay. Got it good. Okay. Ich wollte mir jetzt nur hundertprozentig sicher sein. Gut, dann, wie war noch mal die Reihenfolge? Let's see. Okay, according to this treatise, I think the order we should use the items is someone attractive, doll, thing that cuts. Attraktiv, Puppe, schneiden. Das heißt, attraktiv, Puppe, schneiden. Found this picture of a male model. A strapping young man. It'll do. Ach so, das nimmt er so schon an. Okay. So, that was all of them, huh? Indeed it was. All right, now this is important. Which order should we use them in? Bild, Puppe, Schere, genau. Picture, doll, scissors. All right, here we go. Jambalaya!
Okay, what just happened? Azanath just lost her head over some male model dude. I told you, I deal in figurative voodoo. Should have seen it coming. Do you think it worked? I know it worked. Thank you, VG. Enough respect, B. Was ist das für eine? Did some good karma. Oh, Observator Okkultist liest und merkt dir die richtige Reihenfolge. Ah, geil. Also, am Ende scheint alles geklappt zu haben, was? So, everything seems to have worked out in the end, huh? Well, not everything, but yeah, it's a start. Gonna go change Kitty back now. You do that. Please. See you soon. Not too soon, I hope. Ich habe auch schon wieder vergessen, warum wir eigentlich mit dem Taxifahrer dahin fahren müssen. Hallöchen, Taxifahrer. Heard from Ed lately? You. You're good. Nah, it was nothing. No. You're good. You're very good. Just got off the phone with Ed. Azanath left him for a male model. My God, I don't know how you did it, but you did it. Thanks. So, wanna go to Fishmut? Want? No. But I'm a man of my word, friend. Get in. We're off to Stinkville. Hear that, Kitty? Adventure awaits. I can barely contain my enthusiasm. Ah, you'll love it. Seafood as far as the eye can see. Oh, brother. Alrighty, here goes nothing. Kapitel 2, der Tempel. Oh, where am I? What happened? Ich hatte es irgendwie schon im Gefühl, dass wir ihn wohl auch spielen werden irgendwann. Aber dass das jetzt so früh ist, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, schade. Hätte ich jetzt in der letzten Folge schon gewusst, dass das tatsächlich nur noch so 10 Minuten sind, hätte ich es natürlich noch hinten dran gehangen. Leere Suppendose. There was no time for anything else. All I wanted was to get out of that dump pronto. Wieso war? There was no time for anything else. Ja, ist ja gut. There was no time. There was no. Boah. There was no. Dann nimm dir den doch, damit du irgendwo rauskommst, Mann. That's the way out of here. Ja, ist ja ganz toll. Probier mal, die ist sicher abgeschlossen. Hey, you out there. Let me out of here, you dirtbags. Come on, who's out there? Hello? Nothing. So, this isn't gonna be easy after all. I started to take in my surroundings and... Bing, bang, boom! I was seeing salvation in every little thing that caught a glint. In my mind, they were already shaping into something that would definitely get these goons' attention. I was gonna do big, loud things with petty stuff. Like a poor country using scraps to send a rocket to the moon. Das kannst du natürlich versuchen, eine richtige kleine Rakete zu bauen und dann hier oben ein Loch einzureißen. Du solltest dir aber vielleicht erstmal die Hausschuhe anziehen, damit du überhaupt mal Schuhe anhast. I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle record and a searing fear of the telephone. Dann halt nicht. I could use this. So. Wie ich eben schon indirekt erwähnt habe, der Feuerlöscher könnte auch nützlich sein. Hmm, extremely powerful, huh? Sounds like a rocket of a time. Danke. Dann Teerpfütze. That's a lot of dense, sticky tar. Seems to be a lot of it around. Kann ich aber so nicht benutzen, ne? I can't just pick it up with my bare hands. Oh, explosives Fass, oder was ist das? There's a recess in the floorboards here. I'm not wearing any shoes.
Might as well watch my step. Deswegen sollst du die Hausschuhe anziehen. Kriegst du aber immer noch nicht, oder? I ain't putting on slippers. Na gut, Tablet. Warum hat der hier ein Tablet liegen, frage ich mich. Und warum funktioniert das? Whoever tossed me into the clink must have left this here for my amusement. Ja, toll. Distracted is the last thing I want to be right now. Whoever these bozos are, they left an empty mug for me. Thanks a lot. Ach so, genau. Pennies to pachyderms. I'll find something to fill it. Der ist aber richtig hart entschlossen, ne? Ich werde auf jeden Fall etwas finden, womit ich diese Tasse füllen kann. Obwohl Alright. keiner weiß, worum es geht. Let's get me some of this tar. Okay, dann haben wir Thea. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ganze jetzt hier zusammen... Sternentapete. That's an odd choice for a detention-type basement. Ja, aber irgendwie auch eine schöne, oder? Parish of Starry Knowledge Camp Highlights. So, that's who I'm dealing with, huh? For some reason, there are barrels of tar everywhere. Dann würde ich sagen, dass wir die doch mal... Oh, das ist ein Schuh. I'm sorry, I can't do it. Not since the separation. A single shoe. Part of a matched pair. Lost. Alone. Makes me sick. Oh Gott. Well, that's unexpected. A pristine rag in this smelly, filthy basement. Also ich glaube, ich weiß jetzt schon, er wird so mein Hasscharakter von den beiden werden. Habe ich hier unten nicht gerade noch was gehabt? Die Planke können wir vielleicht... It's what scientists have lately been calling a plank. Wow. Things are ramping up. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, was ich mit dem ganzen Müll hier zusammenbasteln soll, aber mit dem Teer, denke ich mal, müssen wir hier das Fass irgendwie hochjagen. Discarded food, fish bones, a flotation device, random trash. Ich würde echt gerne mal wissen, wer das Ganze synchronisiert hat. Das hört sich echt so nach so ein 60er Jahre so Noir-Detective, ne? So ein Schwarz-Weiß-Detective an. Nothing there of any utility. Kommt gleich raus, der Entwickler war es selber, wetten. Already tar-filled. Achso, das ist, achso. I got nothing. I don't need to clean it. Du sollst es auch nicht cleanen, also nicht reinigen, sondern... I don't want to tar up this nice, pristine rag. Och, du kannst mich doch mal. Yeah, maybe. But not in my pocket. Ja, das ist mir... Soll mir... Hä? No reason to do that. I don't think I can combine them directly. Was haben wir hier eigentlich? Tagebuch? Ich bin in einem seltsamen Keller mit pochenden Kopfschmerzen und ohne Schuhe aufgewacht. Wichtig, merken. Und Sie, wer auch immer Sie sind, haben mir Pantoffeln gegeben. Pantoffeln! Ich muss einen Weg finden, aus diesem Loch zu entkommen. Hier liegt viel Schrott herum. Vielleicht könnte ich damit etwas bauen. Aber eigentlich ist es ja, ich meine, die haben ihn entführt, ne? Und die haben ihn sogar extra flauschige Pantoffeln dahingelegt. Achso, das ist dann das Alte. Okay, ich hätte, glaube ich, vorher schon mal Tagebuch lesen können, so wie es aussieht. I don't have to clean it. According to its instructions, this here is one feisty redhead. Packs a punch like a mule with a carrot problem. Was? An empty old soup can. Could maybe use it to stabilize something. Given the right setup. Got me a mug full of tar and I ain't afraid to use it. Das ist immer gut. No idea how this stayed so clean in this dump, but I'm keeping it. This plank could make for a nice sloping ramp. Ja, für den Feuerlöscher nehme ich mal an, aber... Not in my pocket. Problem ist, wie soll ich das... Nothing to extinguish or knock down. Oder soll ich das an der Tür machen vielleicht? Hmm, that could work. I still need to find a way to angle it just right. Can't do it from the hip. Ach, und dann muss ich... Aber wie verbinde ich die dann? Oder muss ich da hinten gar nicht ran? Nah, I could use this plank for something else. Knife to a gunfight. Ja, aber ich kann die ja nicht miteinander kombinieren. I don't think I can combine them directly. Kann die ja nicht auf die... No,
That wouldn't help. I don't need to clean it. They're somehow connected, but maybe not directly. Not in my pocket. Yeah, maybe, but not in my pocket. Ah, Moment. I think I need something else there first. Moment, mit dem Loch. The soup can would just roll around in there. I need it to be stable. Äff dich doch einfach. Cleaning it won't do a damn thing. Here we go. Now it's a little shallow pool of dense, extra sticky tar. Ach klar, Teer, klebrig. Och, da hätte ich auch so drauf kommen können. All right, let's stick this in there. What the heck was I concocting here? It felt abstract, ridiculous, absurd even. The foundation of a really far-fetched and scatterbrained solution to my predicament. But this was a pretty ridiculous adventure already, so I guess I was just adapting. And a plank. This was officially ridiculous. Was I feeling proud of myself? A definite and resounding no. But it was all I had. Look at this. A cringeworthy blue ribbon taker in the crazy enough that it could work regional semifinals. Definitely not a highlight in my career. Assuredly not a low, though. Maybe those late-night Mac Viper and Mac and Cheese syndicated binges had some kind of effect on my person. Good old Mac. And Cheese. Akute Abenteuer... Abenteueritis. Okay. So, was machen wir jetzt damit? All right, Dor. Brace for serious, imminent impact. Prisoner. The boss wants to see you. Come on out here. You have got to be kidding me. Wieso hat er den nicht einfach angegriffen? Mr. Katype, or should I call you Don? No, you shouldn't. Katype will do just fine. We provided you with some slippers. Did Brother Gleam not assess your shoe size correctly? Now listen here, Buster. Unless I'm in the comfort of my own home, I don't do slippers. You can leave a man pantless, shirtless even, but don't mess with his footwear symmetry, you barbarian. What is this place and who are you anyway? This is about that damned book, isn't it? How deductive. Earning your keep, huh? Come now, don't take it personally, Katype. You were useful in leading us to it for a while, and then you were no more. We never really wanted to hurt you, or your shoes. You're sullen, grumpy, and mean to everyone. We like you. You would have gone far in our organization. Well, did you find the darn thing? As soon as the kidnapped troops got you out of there, our recon squad was dispatched to retrieve the volume. So you're really convinced you know its exact whereabouts, huh? Close to 100% certain. Ah, speak of the devil. All right, Brother Bright, was our information correct? Yes, Brother Starburst. So it's true? The Necronomicon really was hidden in the library? Kind of. Yes, your starriness. Well, don't just stand there, you fool. Let's see it. Well, we don't really have it. What? A sigil was gone, broken into tiny little pieces. And something had clearly been hidden in there. But no book in sight. Katype? Everything was intact when I was in there, so don't put it on me, your grand poobah shininess. What about the librarian? It's a funny thing. We ran past each other when we were on our way to collect the tome. He looked so scared. Well, of course he looked scared. A bomb had just gone off. Anything else? I don't think so. Oh, wait. Yes, he was carrying a big book and didn't seem too happy about it either. Find me this librarian now! What about me? You don't need me anymore. Oh, just go back to your little cellar. Now let's be real here for a minute. What good am I to you now, cultist? He's right, Brother Starburst. You just chew into our rations, and he don't know anything either way. Oh, all right, just sacrifice him to the Haunter or something. Stop bothering me! Fine with me, boss. Walk, prisoner. I'm gonna need someone from Rites and Rituals down here ASAP. I'm about to do an R24-A. Come on, guys, you know the drill.
Guys? Guys? Sheen? You out there? Anyone? Come on, you know I can't do jack until we fill out the SNEF 187. We don't want any trouble with Coat Union. We've been through this, people. Is anyone out there? Guys? Prisoners not in sacrificial robes. No ceremonial bucket for the collection. We're really running a shoddy operation here. No wonder EOD's kicking our derrieres. I'm embarrassed. The prisoner's embarrassed. This is not looking good, brothers. Sheen? Flair? You guys totally bolted, didn't you? Starburst is not gonna be happy when he hears about this, people. This makes us look really, really bad. I almost feel like apologizing to the would-be victim. Hey, don't feel bad. It's not your fault. Yeah, well, it sort of is. It's our collective fault. I share in it. I take my responsibilities seriously. We're not a startup cult anymore. This is unacceptable. Your striving to be a better evil organization is commendable. Aw, thank you. It's nice to know that at least someone here appreciates it. Don't mention it. Ja, so hatte ich mir das davor vorgestellt. Sweet dreams, Star Lover. Aber ich würde sagen, damit die Folge nicht so lange wird und das alles inhaltlich so ein bisschen beieinander bleibt, das können wir die Hausschuhe noch anziehen? I ain't putting on slippers unless I'm at home in my robe with a stiff drink, a Maurice Ventricle record and a searing fear of the time. Ja, ja, okay. Na gut, dann würde ich sagen, damit die Folge nicht zu lange wird und das inhaltlich alles so ein bisschen gleich bleibt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge schauen, ob und wenn ja, wie wir hier aus diesem ganzen Komplex wieder ausbrechen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.